Sie haben eine ungefähre Ahnung, was interessiert und möchten das weit auf den Punkt bringen. Aber wie? Der erste Schritt ist es, zu Papier zu bringen. Das können Sie zum Beispiel mit einem Freewriting, mit einem Clustering oder einem Mindmap machen. Das sind tolle Methoden, um das Thema festzuhalten. Die Übung, die ich hier anleite, baut darauf auf und entwickelt dann Ihr Thema weiter. Machen Sie gern mit und klicken Sie jeweils auf Weiter, wenn Sie mit dem jeweiligen Schritt soweit sind. Die Übung, die ich anleite, nennt sich Dreischritt. Das heißt, wir machen in drei Schritten eine Formulierung und formulieren dann weiter. Dafür stelle ich Ihnen drei Fragen. Die erste Frage lautet, worüber schreibe ich? Und damit das gleich leichter wird beim Niederschreiben, gebe ich Ihnen auch gleich einen Satzanfang. Zum Beispiel, ich untersuche, ich arbeite an, ich schreibe über. Die zweite Frage, die ich Ihnen dazu stelle, ist, was will ich wissen? Ein bisschen Hilfe habe ich wieder für Sie. Weil ich verstehen, weil ich herausfinden, weil ich nachvollziehen möchte. Die dritte und letzte Frage ist, warum will ich das wissen? Und wieder ein kleiner Satzanfang zur Hilfestellung, um zu überlegen, um festzustellen, um zu prüfen. Wir lassen den ersten Satz hinter uns, gehen zur Antwort auf die zweite Frage. Formulieren Sie das, was Sie dort geschrieben haben, zu einer Frage um. Also der Satz hat begonnen mit, weil ich Wissen, Verstehen, herausfinden möchte. Dann schauen Sie sich an, was Sie als Antwort für die Frage 3 geschrieben haben und formulieren Sie das zu einer Aussage um, indem Sie folgenden Satz vervollständigen. Ziel meiner Arbeit ist es. Aus diesem Ziel können Sie übrigens auch eine Arbeitshypothese ableiten, indem Sie folgenden Satz vervollständigen. Ich nehme an, dass. Sie haben mit den Antworten auf die drei Fragen zunächst Ihr Thema benannt, dann Ihr Interesse festgelegt und eine Frage dazu formuliert und im dritten Schritt ein Ziel benannt, also den Grund, warum Sie das interessiert und das dann umformuliert in eine Arbeitshypothese. Schauen wir kurz auf die drei Punkte, die Sie geschrieben haben. Gefällt Ihnen Ihre formulierte Forschungsfrage? Ist sie konkret genug? Wenn Sie schon eine Forschungsfrage formuliert haben, wie unterscheiden sich die beiden Fragen? Ist etwas neu? Ist etwas anders? Was ist gleich geblieben? Ist alles drin, was Sie sich erwarten von Ihrem eigenen Projekt? Fehlt etwas? Sind die Begriffe, die Sie verwenden, klar und präzise genug? Überlegen Sie im nächsten Schritt, wie Sie weiter vorgehen wollen. Möchten Sie diese Forschungsfrage behalten? Möchten Sie damit weiterarbeiten? Oder möchten Sie lieber ganz eine neue formulieren? Und in dem Fall würde ich Ihnen empfehlen, auch mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin nochmal ein Gespräch zu führen. Sie merken, Forschungsfragen können und werden sich im Laufe des Projektes Masterarbeit auch verändern. Das Gespräch mit Studienkolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, Verwandten hilft Ihnen genauso wie die Arbeit im stillen Kämmerlein oder das Gespräch mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin. In Bezug auf Ihre Forschungsfrage oder generell auf Ihr Projekt sind die drei Fragen was, wie und womit eigentlich ganz zentral. Diese drei Fragen bilden den Grundpfeiler für Ihre Arbeit. Das sind nämlich das was, die Forschungsfrage, das wie, Ihre theoretische und methodische Herangehensweise und das womit, Ihr Material. Stellen Sie sich das in einem Dreieck vor. Wenn Sie eine Ecke dieses Dreiecks verschieben, verändern sich die Winkel aller drei Ecken. Im MOOC finden Sie das Handout Planungsfünfeck, das dieses Dreieck etwas erweitert. Sie haben in der Mitte das Thema, daraus ergibt sich die Forschungsfrage, Theorien und Begriffe, Methoden, Material und Ihre Arbeitshypothesen. Vergessen Sie nicht auch daran zu denken, warum Sie Ihr Projekt machen und denken Sie auch Ihr Ziel dazu. Im nächsten Schritt können Sie das Planungsfünfeck nutzen, um eine Übersicht über Ihr Projekt zu bekommen, wo Sie alles auf einem Blatt Papier haben. Sie merken, dass Ihr Projekt auf einem ziemlich soliden Gerüst steht, wenn sich an den Eckpunkten, entweder den 3 des Dreiecks oder den 5 des Planungsfünfecks, bis auf ein paar kleine Details nicht mehr viel verändert. Sie müssen aber nicht so lange warten, einen Betreuer oder eine Betreuerin anzusprechen. Das hängt ein wenig davon ab, was in Ihrem Fach üblich ist, wie die Kultur an Ihrem Institut ist. Informieren Sie sich darüber über ein Gespräch mit Studienkolleginnen oder der Studienrichtungsvertretung. In Deutschland nennen die sich Fachschaften. Werfen Sie einen Blick auf die Institutwebsite
oder die Webseite Ihres Wunschbetreuers oder Ihrer Wunschbetreuerin oder fragen Sie einfach nach. Und noch ein Wort zur Dimension. Eine Masterarbeit ist das erste Schreibprojekt in dieser Größe für die meisten. Um Ihnen einen Referenzpunkt zu geben, wiederhole ich das, was Betreuerinnen in Interviews zu uns gesagt haben. Eine Masterarbeit sei in etwa so lang wie 3 bis 4 Bachelorarbeiten oder vom Thema her, nicht von der Länge, so wie ein Kapitel in einer Dissertation. In dieser Lektion haben wir über das Forschungsdesign gesprochen, haben uns angeschaut, aus welchen Schritten ein Forschungsprozess besteht und eine erste Formulierung einer Forschungsfrage vorgenommen oder aber die Forschungsfrage wieder neu gedacht. Das heißt vielleicht nicht, dass Ihre Forschungsfrage jetzt schon final feststeht. Sie werden diese Schritte vielleicht mehrmals wiederholen müssen, aber mit jedem Schritt machen Sie einen Schritt weiter in Richtung des relativ soliden Gerüsts zu, von dem ich gesprochen habe. Nicht verzweifeln, das braucht ein bisschen Zeit, aber jede Wiederholung bringt Sie einen Schritt näher in Richtung eines soliden Grundgerüsts und macht die Arbeit an der Masterarbeit als Projekt etwas leichter.